Buntes Getümmel im Ime-Park. Der City Flow ist ein mobiles, transkulturelles Festival. 20 entsprechende Initiativen sind an der Organisation beteiligt. Der Verein Kaga und das Freizeitheim Linden koordinieren die Veranstaltung. Das Cityflow Festival haben wir mit 15 Organisationen in Linden und in Saalkamp organisiert, mit transkulturellen Vereinen, und das ist ein mobiles Festival. Das heißt, dass wir auf dem Boot unterwegs sind, dass wir auf dem Fahrrad unterwegs sind und Kultur und Kunst in die Stadtteile bringen. Die Idee dazu ist entstanden Anfang des Jahres. Wegen Corona haben wir überlegt, was können wir machen mit den ganzen interkulturellen Vereinen, wie können wir die sichtbar machen. Die Vielfalt zum Beispiel auch aus Linden, was gibt es da für verschiedene Organisationen? Und deswegen dachten wir machen ein mobiles Festival. Das heißt, ja, wir haben überlegt, fahren wir auf dem Auto, vielleicht durch die Stadt oder mit dem Fahrrad herum. Und am Ende in Linden sind wir dann beim Boot gelandet. Da haben wir dann auch tolle Kooperationspartnerinnen gefunden. Die offenen Inseln sind ursprünglich ein Projekt des Aktionskünstlers Joy Lohmann und weiterer PartnerInnenorganisationen. Die aufwendig selbstgezimmerten Schwimmkörper waren bereits auf zahlreichen Gewässern Hannovers unterwegs, unter anderem im Schulbiologiezentrum und auf dem Maschteich am Rathaus. Wir sind heute hier, um einmal Menschen aufmerksam zu machen, unter anderem auf den Klimawandel, ja, weil die Nachfrage nach schwimmenden Inseln steigt mit dem Meeresspiegel. Und von daher bauen wir Prototypen und nach einem modularen Bausystem sozusagen, dass jeder solche Inseln dann auch nachbauen kann. Das ist hier ein großer Abenteuerspielplatz. Und wir haben die soziale Innovation, die Zukunft, also ein Recycling-Inselmodul gerade erfolgreich gewassert. Und jetzt wollen wir probieren, ob es sich nicht nur im Kreis fahren lässt, sondern auch stromaufwärts. Und dafür brauche ich jetzt alle Konzentrationen. Karga-Organisatorin Laura zeigt sich sehr zufrieden mit dem regen Zulauf zum Festivalgelände. Was ich hier ganz besonders fand beim Festival, auch dass wir das hier vom Ime-Zentrum gemacht haben, also eigentlich einem alten, verwaisten Haus. Hier wohnen zwar noch Menschen, aber die ganzen Geschäfte sind ja draußen, und dass wir ja auch versuchen, mit unserem Festival die Stadt so wieder zu beleben. Und ich glaube, an dem Punkt hier war das richtig gut. Und auch so die Vielfalt vielleicht der Menschen, die im Ime-Zentrum leben, haben wir auch so ein bisschen durch unser Konzept und unser Festival auch wieder dargestellt. Hallo, du zweifelswertes Dar, und sei doch mal kompromissbereit. Klar, du musst dich an mir austoben, aber geh dabei doch einmal auf mich ein. Manchmal wär ich so gern wie du.